Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir jetzt innerhalb eines Events erledigen können und zwar sind gerade die Schlotternächte. Die gehen jetzt hier vom 18. Oktober bis zum 1. November, also ich habe 2 Wochen lang Zeit, das anzugehen. Und es gibt ein paar neue Achievements und eins davon wollen wir uns jetzt mal angucken. Dieses finden wir unter Weltereignisse und Schlotternächte und hier haben wir das Achievement Süßes oder Saures der Dracheninsel. Dafür müssen wir insgesamt 26 Kübel abflattern und diese Kübel sind quasi immer in den Gasthäusern drin. Das allererste haben wir jetzt hier auf den Koordinaten 47, 45 in Waldracken. Und das funktioniert wie die letzten Jahre auch schon. Wir gehen da einfach rein, haben diesen Kürbiskübel, quatschen den an und bekommen eine Handvoll Süßigkeiten. Diese Handvoll Süßigkeiten braucht ihr dann übrigens, beziehungsweise den Inhalt, also diese Süßes oder Saures Währung, für einige Sachen beim Händler in SW oder in, beziehungsweise vor SW oder vor Undercity als Hortler. Und damit könnt ihr verschiedene Sachen kaufen. Neu dieses Jahr gibt es einen T-Mog für, glaube ich, 150 von den Teilen. Also da ein paar mitzunehmen, ist auf jeden Fall sinnig. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal die Spots von den restlichen noch an. Den nächsten Kübel haben wir dann ebenfalls in Waldracken. Und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 22, 30 in so einem kleinen Gebäude drin. Und anscheinend zählt das hier auch als Gasthaus. So, also den geben wir auch ab. Und den können wir dann auch wieder aufmachen für ein paar Extra-Marken. Den nächsten Spot haben wir ebenfalls in Waldracken. Und zwar ist der jetzt hier auf den Koordinaten 72, 46. Und da müsst ihr hier unten reinlaufen, dass ihr dementsprechend hinten in das Gewölbe reinkommt. Also wir laufen hier unten rein und dann haben wir es quasi da in der Ecke stehen. Machen wir jetzt auch mal auf und weiter geht's. Als nächstes sind wir jetzt in Taldrassos und zwar hier unten auf den Koordinaten 52, 69 und dort ist quasi auch wieder ein Gasthaus, wo wir den nächsten Kübel finden. Der nächste Spot ist dann einmal hier oben auf den Koordinaten 35, 79 und so ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr noch so ein Item im Inventar habt, ne, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dann könnt ihr quasi nicht nochmal eins bekommen, weil es einzigartig ist, dementsprechend immer die gleich aufmachen, sonst meint ihr, habt die Quest geholt, fliegt weiter und habt sie dann doch versehentlich liegen lassen. Ne? So ein kleiner Tipp am Rande aber nur. Der nächste Spot ist dann einmal auf den Koordinaten 50, 42 und ebenfalls hier wieder in dem Gasthaus drin. Wo haben wir das Ding? Ah, hier quasi auf dem Tresen. So, dann haben wir noch einen hier in Taldrassos übersehen. Und zwar ist der hier oben, ne, beim temporalen Konflux, etwa auf den Koordinaten 59, 82. Ich habe mir da extra Koordinaten rauskopiert, aber da ist dieses Symbolchen da drüber von der World Quest. Und ja, das ist quasi hier direkt einfach an dem Zelt dran, ne, vor der Instanz. Und das können wir jetzt auch einmal abgeben. Und, achso, ja, was ich vorhin gesagt habe, also das Ding hier, ne, aufmachen und dann geben wir es ab. Als nächstes sind wir dann auf der verbotenen Insel, also hier ganz oben. Und dort haben wir tatsächlich nur eins in dem Lager, das ist auf den Koordinaten 33, 58. Also quasi jetzt hier hinter mir und da haben wir den Pottich. Als nächstes sind wir dann in der Küste des Erwachens und da haben wir jetzt, je nachdem, was ihr für eine Fraktion seid, 2 unterschiedliche Spots. Ich als Allianzler habe hier auf den Koordinaten 81, 31 quasi den Spot. Und zwar ist das direkt da, wo wir am Anfang rauskommen mit dem Boot. Da können wir das Teil einmal uns einheimsen. Und wenn ihr Hortler seid, dann müsst ihr ein paar Meter weiterfliegen. Und zwar hier drüben, da kommt ihr ja mit eurem Zeppelin, war das, glaube ich, an. Und dann müsste das hier der Kübel sein, ne? Also das sind die 2 Spots. Für den nächsten Spot müssen wir nur ein Stückchen weiter. Und zwar sind wir jetzt quasi oben in dem großen Lager. Und hier sind wir auf den Koordinaten 76, 35. Und dort müssten wir mit Horde und Allianz quasi beide den looten können. Der nächste Spot befindet sich dann hier oben bei den Koordinaten 76, 54. Und dort haben wir das in so einem kleinen, zerfallenen Gebäude drin.
Das können wir dann einmal uns rausholen oder auch nicht, wenn wir das Teil wieder nicht angeklickt haben. RIP. So, jetzt aber. Und dann geht's weiter. Den nächsten Spot haben wir dann hier unten am Fluss bei den Koordinaten 65, 58 und dort direkt neben dem Zelt hier. Das nächste ist einmal in so einem Tuska-Gebäude drin und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 53, 38 und dort müssen wir jetzt hier unten in das Gebäude rein und dort haben wir es direkt links am quasi Eingang-Ausgang liegen. Der nächste Spot ist dann einmal hier auf den Koordinaten 46, 26. Und auch hier müssen wir wieder in ein Tuska-Gebäude rein. Und wo haben wir es da liegen, das Ding? Ah, diesmal hinten. Ja, einfach wieder anquatschen und weiter geht's. Den nächsten Spot haben wir dann hier unten auf den Koordinaten 57, 67. Und das ist nicht oben auf dem Plateau drauf, sondern unten drin ist quasi das Gasthaus. Also wir müssen die Treppe hoch. Und dann haben wir hier quasi das Gasthaus und gleich am Eingangsbereich haben wir dementsprechend den Kübel. Den nächsten Spot haben wir einmal bei den Koordinaten 42, 66 und hier müssen wir wieder in so ein zerbrochenes Gebäude rein. Und da haben wir dementsprechend gleich wieder das Item, was wir quasi looten können. Gut, und weiter geht's. Als nächstes sind wir dann hier bei der Obsidian-Zitadelle und zwar obendrauf auf den Koordinaten 25, 55. Ich vermute, wenn ihr das Ganze hier nicht freigespielt habt, werdet ihr den wahrscheinlich nicht sehen. Wenn ihr es mit einem Twink macht, ihr könnt da mit so einem, ja, Bronzedrachen sprechen. Der bringt euch dann in die jeweilige Zeitlinie und dann überspringt er zwar die Story-Quest hier in dem Gebiet, aber könnt zumindest den Kübel einmal mitnehmen. Zumindest ist es so bei anderen Quests, die jetzt hier bei der Obsidian-Zitadelle spielen. Deswegen vermute ich mal, wird es da ähnlich gelagert sein. Dann sind wir am vorletzten Spot. Und zwar ist der hier ganz unten auf den Koordinaten 24, 82. Auch den nehmen wir natürlich wieder mit. Halt, stopp. Erstmal müssen wir das hier einmal rausholen und dann können wir den looten. Gut, dann haben wir den letzten Kübel und zwar sind wir jetzt hier bei dem Drachenschuppen-Basislager auf den Koordinaten 47, 82 und dort haben wir das Ding draußen bei dem Zelt hier am Stehen. Das, also, ja, wieder das Teil nicht aufgemacht. Ihr seht schon, das zieht sich so ein bisschen durch. Gut, dann können wir weiter in die nächste Zone und zwar die Ebenen von Onara. Gut, jetzt sind wir in den Ebenen von Onara angekommen und zwar sind wir da jetzt auf den Koordinaten 84, 26 und da haben wir es direkt in dem Gebäude von den Okut drin und dann geht es auch gleich weiter. Als nächstes sind wir dann hier ein bisschen nach oben geflogen auf die Koordinaten 85, 35 und ja, da müssen wir jetzt hier in das Gasthaus rein und da haben wir direkt wieder den Kübel. Als nächstes sind wir dann hier auf den Koordinaten 66, 24 und dort haben wir ja so ein Turmgebäude und da ist dann dementsprechend gleich der Kübel wieder am Anfang drin. Der nächste Spot ist dann auf den Koordinaten 62, 40 und da sind wir jetzt in dem Nokut-Lager, beziehungsweise nicht Nokut, das sind die Marokkai, so rum, die Nokut sind ja da hinten. Und ja, da haben wir es einfach wieder in so einem kleinen Gebäude. Der nächste Spot ist dann nur ein bisschen weiter hier drüben auf den Koordinaten 45, 40. Und dort haben wir auch wieder ein kleines Gasthaus mit einem Kübel drin. Halt, da müssen wir das erst aufmachen und dann können wir den nächsten holen. Der nächste Spot ist jetzt hier unten bei den Koordinaten 28, 60 und hierfür müssen wir wieder in ein kleines Gewölbe rein. Und da stehe ich jetzt gerade schon und dann ist das Ding hier einmal ein bisschen versteckt hinter einer Pflanze. Das können wir jetzt hier einmal anquatschen. Schauen wir mal weiter. Dann sind wir jetzt bei den Koordinaten 41, 60 und auch hier haben wir wieder so ein kleines Zentauren-Häuslein und da ist dann das nächste Ding drin. Der nächste Spot befindet sich dann hier unten auf den Koordinaten 57, 76 und da können wir auch wieder in dem Zentaurengebäude das Ding holen. Dann sind wir am vorletzten Spot und zwar hier unten auf den Koordinaten 72, 80 und wenn wir da reingehen, haben wir da auch den nächsten Kübel.
dann sind wir im letzten Spot in der Ebene von Onara und schon bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 81, 59. Und dort haben wir auch wieder so ein kleines Häuslein rein da und das Ding gelootet. Als nächstes sind wir dann im azurblauen Gebirge und dort befinde ich mich jetzt hier oben auf den Koordinaten 65, 16. Und da haben wir direkt das erste Teil, was wir looten können. Den nächsten Spot haben wir dann hier im Lager im Nirgendwo auf den Koordinaten 62, 58. Und das ist dementsprechend hier einmal in dem Zelt drin. Den nächsten Spot haben wir dann hier im Lager Antonidas auf den Koordinaten 47, 40. Und das befindet sich in dem großen Turm, der so ein bisschen angeknackst ist hier am Rand. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt unten im Lager von den, Iskara. Tuska sind das, genau, so rum. Und dort auf den Koordinaten 12, 49 ist das nächste Ding. Und ja, hier müssen wir wieder einmal ein bisschen in dieses unterirdische Gebäude rein. Und da haben wir es direkt neben dem Ältesten stehen. So, dann sind wir am letzten Spot hier mal zu Blauen Gebirge. Und zwar sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 18, 24. Und dort müssen wir einfach in das Zelt rein. Und dann haben wir hier den Kübel liegen. Ah, ich habe schon wieder... Ah, diese Dinger sind so nervig, ne? Wieder eins im Inventar. So, jetzt. Und jetzt können wir auch direkt weiter. Und zwar hier in die Höhle rein, denn wir müssen noch zwei in den Zaralek-Höhlen uns einmal besorgen. Da fliegen wir jetzt als nächstes hin. Die sind nämlich hier unten drin noch. So, dann sind wir jetzt in der Zaralek-Höhle angelangt. Einmal hier in Lorm auf den Koordinaten hier unten. 56, 56 haben wir dementsprechend dann das nächste Teil. Und das ja ist hier in der Mitte. Wer hätte es gedacht? Da haben wir den Kübel liegen und den machen wir auch auf. Und jetzt haben wir nur noch einen, den wir brauchen. Gut, dann sind wir jetzt hier oben auf den Koordinaten 52, 26. Und das ist quasi der letzte Spot, den wir hier insgesamt haben. Da können wir das Ding auch uns einmal besorgen. Und tada, da ploppt dann auch das Achievement auf. Und ja, damit sind wir auch soweit durch. Jetzt habt ihr ein paar Marken und ich zeige euch jetzt gerne so als kleines Zusatzgoodie noch, wo ihr die ausgeben könnt und was es da Neues gibt. So, wie angekündigt hier zeige ich euch noch, wo ihr die Marken auch ausgeben könnt. Als Allianzler ist das hier VSW und als Hordler könnt ihr die, glaube ich, vor Under City hier ausgeben oder in diesem Vorhof müsste das sein. Und ja, da gibt es einen Haufen Sachen, die es halt auch schon in den letzten Jahren gab, wie Pets, ne, die man theoretisch auch im AH verkaufen kann und oder auch das ein oder andere Spielzeug und auch diese, ja, diese Verwandlungsstäbe. Was wir uns aber holen wollen, sind quasi die neuen Sachen und die müsste es bei ihr hier geben, ne, wo haben wir es? Ah, sie ist es, ne, genau. Da haben wir nämlich ein neues Teamwork-Teil, kostet hier 150, etwa 90 Marken kriegt ihr ja dadurch, dass ihr die ganzen Sachen in Dragonflight abfliegt und dann habe ich mir jetzt noch 60 quasi zusätzlich gefarmt. Das lernen wir und ja, dann sind wir da tatsächlich durch. So sieht das Ding aus. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.